Wenn ich Demokratie-Scout wäre, würde ich den Jugendlichen beibringen, dass halt Politik vielfältig ist. Es geht nicht nur um Klima, es geht nicht nur um Löhne und Wohnen, sondern wirklich auch um die Umgebung, wo du wohnst. Also sei es eine Kita, sei es eine Schule, sei es auch der Arbeitsplatz von meiner Mutter oder von meinem Vater. Das betrifft alles in Politik. Und ich würde, glaube ich, mit denen auch die BVV besuchen. Also wirklich das Nächste, was es gibt an Politik, ist halt in die Bezirksverwaltung zu gehen und einfach zu zeigen, was da alles passiert und was da alles beschlossen wird. Ich würde wahrscheinlich in regelmäßigen Abständen die Sitzung damit beginnen, die Leute zu fragen, was sie aktuell beschäftigt, um darauf aufzubauen und selber mich ein wenig mit dem, was aktuell abgeht, wenn zum Beispiel über irgendetwas aus einem YouTube-Video berichtet wird, dass man quasi daran anknüpfen kann, wenn jemand sagt, dass er da was mitbekommen hat, dass man quasi dieses Thema aufgreift und das ein bisschen ausarbeitet, um quasi zu schauen, dass man das Wissen, das die Leute bereits haben, quasi mit dem weiterarbeitet. Also als Demokratie-Scout würde ich meinen Schülern tatsächlich zeigen, wie nah eigentlich Politik ist und dass es nicht etwas ist, was einfach ganz weit oben ist und die da oben machen das, sondern dass auch wir das machen können, indem man zum Beispiel nicht nur in den Bundestag geht und dort die alten Männern und Frauen dabei zuguckt, wie sie Entscheidungen treffen, sondern auch mal kleinere Projekte oder ähnliches sich anguckt, kleinere Vereine sich anguckt, wie die funktionieren, wie man da halt als Schüler mitmachen kann und ja, also dass man tatsächlich Politik näher bringt. Wenn ich Demokratie-Scout wäre, würde ich auf jeden Fall schon mal Essen mitbringen. Dann wären die Schüler nämlich da. Und ich würde vor allem über aktuelle Themen sprechen, die Schüler auch einfach im Alltag begegnen und erleben, damit sie da auch ihre eigenen Erfahrungen einbringen können.